Tobias Huch und Maximilian Pütz hatten eine Auseinandersetzung auf Twitter, die Tobias Huch dann auch in seinem Stream besprochen hat. Und im Rahmen dessen hat sich Tobias Huch auch über mich geäußert. Wir schauen uns mal an, was unser Lieblings-FDP-Streamer denn so in seinem Stream über mich erzählt hat. Also wer es nicht mitbekommen hat, der Kanal von Maximilian Pütz wurde gesperrt. Maximilian Pütz hat auf Twitter den Verdacht geäußert, dass Tobias Huch damit was zu tun haben könnte. Ich habe keine Informationen in diese Richtung drin, aber wie gesagt, einfach Thema geworden innerhalb dieses Streits. Und entsprechend schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. Ich war es angeblich. Ja, er sagt, das war der Huch. Oder er vermutet es, dass es der böse Tobias Huch war, weil so ein anderer rechter Spinnatter sich darüber aufregt, dass... Der andere rechter Spinnatter, das bin ich. Also erstmal weiß ich nicht, wie Tobias Huch dazu kommt, mich hier als rechts zu bezeichnen. Ich vertrete überhaupt keine rechten Positionen. Ich setze mich für eine egalitärere Gesellschaft ein. Ich bin für Umverteilung von oben nach unten, anders als die FDP übrigens, wo Tobias Huch Mitglied ist. Für eine linke Wirtschaftspolitik, anders als Tobias Huch übrigens. Also weiß ich nicht, wie er dazu kommt, mich als rechts zu bezeichnen. Ich gegen Fake News vorgehen möchte, gegen diese ganzen rechten und nervigen demokratiefeindlichen Schwurbler. Ja, wenn man sich für Demokratie einsetzt, freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann kommen die ganzen... Nein, das stimmt meiner Ansicht nach so nicht. Tobias Huch hat, als es um Influencer wie Dominik Kettner, wie Chrissy Rieger, wie Alexander Raue ging, Influencer, deren Meinung ich persönlich nicht teile, wie gesagt, die sind teilweise relativ AfD-nah. Ich bin kein Freund der AfD, das ist ja bekannt, vor allem, weil ich die Wirtschaftspolitik der AfD nicht teile. Aber als es um diese Influencer ging, die auf jeden Fall nicht demokratiefeindlich sind, da hat Tobias Huch gesagt, er kenne eine Möglichkeit, unter Ausnutzung der YouTube-Richtlinien einen Teil dieser Leute oder alle diese Leute zu sperren. Beziehungsweise die konkrete Ankündigung war, dass 80% dieser Leute in einem Monat weg wären, wenn Tobias Huch diese Möglichkeit nutzen sollte, die er da beschrieben hat. Schaut euch die genauen Aussagen bitte in dem Video an, wo ich das genauer aufbereitet habe. Und das ist meiner Ansicht nach die Ankündigung bzw. die Forderung nach Zensur von anderslautenden Meinungen. Hier hat also ein FDP-Mitglied, also das Mitglied einer Regierungspartei, gefordert, dass oppositionelle Kanäle auf YouTube gesperrt werden sollen, beziehungsweise er hat angekündigt, dies eventuell machen zu lassen. Und das ist meiner Ansicht nach ein schwerer Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit ist ja eine Grundfeste der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also du kannst nicht sagen, ich kämpfe gegen die Meinungsfreiheit und andererseits setze ich mich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein. Das verträgt sich nicht. Die Meinungsfreiheit ist essentieller Kern oder einer der essentiellen Kerne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Knallköpfe aus ihren Ecken und regen sich darüber auf. Wie, der will nicht, dass wir lügen. Ja gut, dann bin natürlich ich schuld. Und so schreibt er. Es gibt in Deutschland kein Gesetz, was verbietet zu lügen. Gibt es nicht. Und wer behauptet, dass es das gäbe, der lügt. Es gibt in Deutschland kein Wahrheitsministerium, was festlegen würde, was die Wahrheit ist. Es gibt auch kein Gesetz gegen Desinformation, ganz im Gegenteil. In Artikel 5 des Grundgesetzes der Meinungsfreiheit steht explizit, eine Zensur findet nicht statt. Es gibt keine staatliche Stelle, die bestimmt, was die Wahrheit ist. Es gibt keine staatliche Stelle, die irgendwie überprüft, dass diese Wahrheit auch verbreitet wird. Es existiert so nicht und das hat mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung überhaupt nichts zu tun, was Tobias Huch hier beschreibt. Das ist meiner Ansicht nach etwas, was wirklich nur in autoritären Staaten vorkommt, in denen die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt wird. Also nur ein Wahrheitsministerium oder so, solche Gesetze gegen Desinformation. Also normalerweise wird dann unter dem Vorwand solcher Gesetze alles gesperrt, was irgendwie Regierungskritik wäre. Sieht man ja gerade in Russland. Dort gibt es so ein Gesetz gegen Desinformation. Dort gibt es ein Gesetz, was verbietet, Falschinformationen über das russische Militär zu verbreiten und Überraschung, Regierungskritiker, Leute, die den russischen Krieg in der Ukraine kritisieren, die werden unter dem Vorwand dieses Gesetzes dann abgeurteilt. Also wie gesagt, das ist ein Mittel autoritärer Staaten, das hat in freiheitlichen Demokratien nichts verloren. Auf X, der Plattform von Elon Musk, und da gehe ich mal hier rüber. So, da habt ihr oben auch die Quelle. Ich glaube, ich weiß, wer hinter der Sache mit meinem Kanal steht. Da diese miese Ratte, also meint er mich, ich sei eine miese Ratte, mit ihrer Strafanzeige gegen mich gescheitert ist, bin ich übrigens nicht. Sowas dauert immer seine Zeit. Viel Spaß bei der Einreise nach Deutschland. Klick, klack. Und ich mich über ihn lustig gemacht habe.
halt dann auf diese Weise. Ich habe das im Urin. Na gut, das wird dann stinken. Guckt das gute Video von diesem rechten Spinnerten. Einer der wenigen nicht geisteskranken. Ja, eigentlich. Von diesem rechten Spinnerten, Tobias Hoch, du weißt, wer ich bin. Du hast schon mal mit mir diskutiert. Du warst bei Imp zu Gast. Also so gesehen hast du Kontaktschuld zu mir. Du weißt ganz genau, wer da verlinkt wurde. Moralbefreiten Linken. Ja, weil er halt rechts ist. Und zwar so weit rechts, dass es schon fast wieder links ist. Und da habe ich halt Auch das stimmt nicht. Ich habe relativ gemäßigte, mittige politische Ansichten. Ich bin, wie gesagt, für eine linke Wirtschaftspolitik. Deswegen würde ich mich eher als links bezeichnen. Ich bin für eine friedensbasierte Außenpolitik. Ich bin dafür, dass Konflikte eher am Verhandlungstisch als mit Gewalt gelöst werden. Egal, ob das jetzt in der Ukraine ist oder im Nahen Osten oder sonst wo. Also das ist so eine allgemeine Position, die ich habe. Und ich bin halt auf jeden Fall für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Auch da stehe ich ohne Vorbehalte hinter. Also weiß ich nicht, woher Tobias Hoch diese Vorwürfe hier nimmt, andere, die weiter links stehen, als er selbst als rechts zu bezeichnen. Eben hat meine Kritik an deiner Verteidigung der Holocaust-Leugnerin dich so sehr getroffen, dass du jetzt Lügenmärchen erfinden musst, anscheinend. Dann kommt noch eine weitere Anzeige wegen Verleumdung. Da heult er dann weiter rum. Mi. Alle sind so böse, nur der Maximilian, ich habe ja nur vermutet. Ja, das sind halt diese Spinnerten. Genau, dieser soziale MW, der hat was dagegen, dass ich gegen Fake News und gegen die Feinde unserer falsch-demokratischen Grundordnung vorgehe. Ich halte es für einen Akt wider der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Meinungsfreiheit einzuschränken und gegen Desinformation, was letztlich nichts anderes ist, als Regierungskritik vorzugehen. Wir haben kein Wahrheitsministerium, wir haben keine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. So etwas darf es in einer freiheitlichen Demokratie nicht geben. Ach, ja. Braucht man gar nicht groß drauf eingehen. Ist jedenfalls, ich habe jedenfalls damit nichts zu tun. Ich bin natürlich schuld. So kennt man das. Im Zweifel ist der Liberale dran schuld. Also, Tobias Hoch kündigt an, durch Ausnutzung der YouTube-Community-Richtlinien, zumindest so wie ich das interpretiere, ihr könnt euch die Originalaussagen gerne nochmal in meinem Video dazu ansehen, dass er in der Lage sei, 80% dieser Schwurbler-Desinformationskanäle auf YouTube sperren zu lassen. Und jetzt vermutet Maximilian Pütz, dass Hoch was mit der Sperrung seines Kanals zu tun hat. Also ja, dann hau doch nicht so großkotzige Ankündigungen raus. Dann vermutet auch keiner, dass du eventuell was mit der realen Sperrung von Kanälen zu tun hast. Also das, was du da angekündigt hast, ist absolut ungeheuerlich. Und selbst wenn das nicht stimmen sollte, dann distanziere dich doch von deinen eigenen Aussagen. Dann sag doch, es tut mir leid, dass ich hier angekündigt habe, Kanäle sperren zu lassen, die eine andere Meinung haben als die Regierung und hier unter dem Vorwand gegen Fake News vorzugehen, einfach politisch, also einfach die Zensur politisch anderer Lager gefordert habe. Sag das doch einfach. Das ist es nämlich meiner Ansicht nach das, was du getan hast. Wie gesagt, meine Analyse dazu ist meine persönliche Meinung, aber ja, kannst du doch dazu sagen. Das wäre doch kein Problem. Und dann schauen wir jetzt mal, was Salami so von sich gibt. Okay, schade. Mir ist er fertig, über mich zu reden, aber das ist doch sehr, sehr interessant. Danke an meine Mods, die mir diese, oder ja, danke an meine Mods, die mir diesen Ausschnitt von Tobias Hochs Stream hier zur Verfügung gestellt haben. Schön, dass wir darauf reagieren konnten. Finde ich interessant, was der gute Tobias Hoch in seinen Streams so über mich erzählt. Vielleicht sollte ich mir mal häufiger anschauen, was er so auf seinem Kanal da treibt. Naja, es ist ja ziemlich interessant, was für Lügen er hier über mich erzählt und was für Dinge er sich hier einfach straight up ausdenkt. Also wie gesagt, ich bin nicht rechts. Ich habe auch sonst nichts mit rechts zu tun. Ich habe total linke Ansichten. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, aber ja, das ist doch sehr, sehr interessant. Aber ist auch interessant, was für eine Dichotomie er hier aufbaut. Ich, der Held, der Ritter Tobias Hoch, der für die freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpft, natürlich durch Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wie bekämpft man sonst für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wenn man nicht Leute mit anderer Meinung einfach wegsperrt? Und auf der anderen Seite die Fake News verbreitenden Schwurbler, die gegen unsere Demokratie an sich sind. Jetzt würden wir einfach sagen, das sind Leute mit anderer Meinung, die man in der Demokratie aushalten muss, aber vielleicht bin ich da einfach zu liberal für unseren guten liberalen Tobias Hoch.